Hallo und willkommen zurück zu unserem Projekt Off-Topic, offline. Jetzt hast du ernsthafterweise Off-Topic gesagt. Ja. Wir reden so darüber, so, wie haben wir das Projekt jetzt einmal gehört? Offline. Und wie kommen wir denn auf Off-Topic? Keine Ahnung. Hauptsache es Na okay, das ist das Projekt Offline. Ja. Mit nicht Off-Topic. Fehlen in den ersten 10 Sekunden. Ich sehe schon die Überschriften. Das passt schon ganz gut. Off-Topic ist auch gut, weil wir reden die ganze Zeit über irgendwelches Zeug, nicht über Spielen. Ja, wir sind bei Ziel 5. Für all jene, die nicht das erste Projekt Offline, sollte ich schon wieder Topic sagen, das Projekt Offline gesehen haben. Nein, nein, nicht da rumhantieren, Kind. Das fällt da raus. Ah, ja, geh auf Fortfahren. Ja, ich bin der... Was hast du jetzt getan? Sie ist auf den Technologiebaum gegangen. Ich bin der... Ramses der Zweite. Ramses der Zweite und ich werde die Welt erobern. Oder Nein, auch nicht. Stimmt nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, die Kinder sind was anderes. Falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, er ist urgemein zu mir. Schreibt es alle in die Kommentare. Ich sag's euch. Er ist urgemein. Ja, ja. Schreibt Hashtag gemein in die Kommentare. Steinmetzkunst machen wir als Wenn nächstes. Ihr das auch so sieht. Weil wir haben. Oder wenn hier ihr euch auch Marmor so behandelt im Unterricht. Ich behandle niemanden so im Unterricht. Du meinst, du behandelst mich gemein? Ja. Oh! Du hast es auch verdient. Hab ich gar nicht zum oftesten Mal. Oh, stimmt, ich bin ja nicht mehr Bismarck. Du bist Nebu. Ja, du bist Nebukadnezar, du bist nicht Bismarck. Das ist gar nicht deine Spezialfähigkeit. Ich weiß. Ja, ich würde nicht weiter angreifen. Mach ich nicht. Gehen wir einfach mal außen rum. Oh, Gold. Nein, wieso findet ihr alle so super coole Sachen? Weil er in Asien und in Afrika. Die finden urtolle Sachen. Ah ja, er hat schon einen. Du brauchst dich nicht aufregen, du hast immerhin schon Elfenbein gefunden. Los, mach was. Unabhängigkeit sind viele Städte, Tradition sind wenige Städte. Ja, okay. Das war klar. Ich nehme immer Unabhängigkeit irgendwie. Am Ende habe ich eh nur 4 Städte und Tradition hätte sich viel mehr ausgezahlt, aber ich nehme immer Unabhängigkeit. Aber nicht die Schurfrechte. Ja. Du musst halt mehr erobern. Wieso hat die so Glück? Das weiß ich nicht. Hey, schau mal, ein Stadtsturz! Wieso hast du so wenig? Warte, was hab ich da unten gemacht? Wollte ich gerade sagen, wieso hast du so wenig Pech? Hey, nein, was? Das stimmt doch. Wenig Pech und viel Glück ist das gleiche. Ja. Ich weiß. Geh, ich bin Kind, durcheinander. Zwei, hol doch bitte mal Wasser für uns alle. Was? Aber da muss ich jetzt vor die Zimmer gehen. Das ist ja, 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 ja. Wir haben nämlich nicht nur offen, wir sind nicht nur bei Projekt Offline, wir sind auch bei Projekt, wir haben kein Wasser hier, sondern wir müssen ins Badezimmer, um Wasser zu holen. Und es ist überall kalt. Ja, ja, wir machen da einen Zug. Und es ist wirklich überall kalt, überall. Das ist okay. Kälte bildet den Charakter. Oh wow, ich habe Eiswüste gefunden. Ich habe noch keine einzige Ruine gefunden. Das gibt's ja wohl nicht. Du hast das Ende der Welt gefunden? Nein, ich habe Kanada gefunden. Ach so. Was fast das Gleiche ist. Grönland. Nein, Grönland ist da noch nicht. Hey, du hast Caesar gefunden. Caesar hat er mich gefunden. Ich wollte zuerst Caesar spielen. Dann hätte ich dich vielleicht jetzt schon gesehen. Ja, geh auf irgendwas. Tschüss, oder was weiß nicht was. Jetzt wissen wir das. Wieso gehst du in meine Stadtrichtung? Naja, vielleicht weil er auch erforscht. Wieso erforschst du? Hat das Kind 1 einen neuen Typen getroffen? Ja. Ja. Naja, seltsam und das, obwohl in Asien. Es war halt Caesar, oder? Was? Oh Mist, da muss ich ihn auch noch finden. Ich bin auch in Asien. Nein, du bist in Südamerika. Ja, okay, da bin ich in Südamerika. Was? Südamerika, Asien? Ich bin in Südamerika? Ja! Oh! Das haben wir dir doch die ganze Zeit gesagt im letzten Part. Du bist da irgendwo am Südzipfel von Südamerika. Das ist schön, wenn man so schön unbedarft ist. Ich bin ganz weit unten allein. Du hast es erfasst. Ja, du wirst wirklich ganz alleine sein, aber ich auch wahrscheinlich. Aber siehst du, du hast einen ganzen Kontinenten für dich. Das habe ich mir schon uroft gewünscht. Die anderen sind auch alle zusammen. Die anderen sind dafür alle zusammen. Ja.
Okay. Nur einer von euch ist zusammen. Nein. August. Warum bekannte Spieler gibt es? Kind 1 und 2 sind zusammen. Theoretisch, er ist hättest du es auch Gisa bringen können. Du hättest es auch Gisa bringen können. Nein, dann bring ein Gas. Augustus Caesar wird definitiv ausgerottet. Von wem? Von mir. Ich will ihn nicht bei mir haben. Denn du bist... Shit. Du bist Nebukadnezar, nicht Bismarck. Da macht einen Zug. Es ist mir noch egal, wer ich bin. Kriegerisch. Nein, wir haben noch nichts oder gemacht. Oder nicht. Wir brauchen alle Urlaub. Dann forsche ich halt bis zu den Panzern. Oh, jetzt kriegst du ja auch noch Waffen für den Typen. Das gibt's ja wohl nicht. Bin ich so unfähig, oder? Ja, du bist unfähig. Also, ich hätte Rechtsklick machen müssen. Schau, Sidon wurde schon von jemandem entdeckt. Wahrscheinlich vom Caesar. Ich hab jetzt schon einen Nachbarn. Hey, schau mal, der kennt schon richtig Afrika. Wahnsinn, nicht schlecht. Wie wir schlecht. Den 10 Süden waren, wird das alles rot mit grünen Punkten. Mhm. Okay, welches war jetzt? Nein, das wird später mit blauen Punkten. Alles wieder hoch. Nein. Mhm. Du hast doch Asien, das ist viel größer als Afrika. Stimmt. Außerdem ist für dich Wüste nicht ganz so toll wie für mich. Stimmt. Ich hab, Stadtstadt mag mich jetzt ich hab nicht. Glaub ich, die ja, natürlich nicht, weil du durch sein Land durchhatschst. Ich hab Kastik, glaube ich, die Kas. Nein, nicht Kassieren. Was rede ich da für ein Chor? Bibliothek? Hast du nicht die verbesserte Bibliothek? Warum? Hey, du wow. Da oben im Eis rum eigentlich? Willst du nach Grönland? Ich will Ruinen finden. Ich habe keine einzige Ruine gefunden bis jetzt. Das ist ziemlich tragisch irgendwie. Aber ich baue jetzt dafür einen Bautrupp, was soll's. Weißt du, was ich sehr lustig finde? Dass der Ägypter in unserem Spiel eigentlich die Native Americans ersetzt. Warum ist das lustig? Das nochmal? Super lustig. Ich meine, stell dir das mal vor. Wieso bin ich umzingelt von Barbaren? Normalerweise magst du das doch. Mach weiter, Kind 2. Ich bin nicht Bismarck. Oh ja, so hat er mir das oben abgeschnitten. Oh nein, da kann ich hier noch durch. Schau, durch Sinai kommst du. Ja, Prag kennt noch keiner. Schau. Schau mit Räucherwerk und Zimt und Wein. Das ist so alles selber. Das ist so. Hey, eine Ruine! Ich finde das überhaupt nicht richtig. Ich habe noch keine einzige Ruine entdeckt. Die hat einfach schon mal 4 gefunden. Nein, 5. Danke, Kind 3. Nein. Aber 3 hast du unten gefunden, das ist die 4. Am Anfang hast du eine gefunden, das heißt, es sind 5. Mhm. Da sind Elefanten eingefangen. Tja. Elefantin. Ein Elefant auf der Reise. Noch einen Elefant. Hast du eigentlich jemals dieses Spiel erklärt? Und wissen die Leute überhaupt, worum es geht? Nein. Schön. Ist doch wurscht. Ja. Das ist selbsterklärend. Man baut Städte. Ja. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Auch wenn ihr die nie sehen werdet, weil wir nicht zu Ende spielen. Ja. Der Anfang ist eh viel interessanter als das Ende. Ja. Aber ich will auch ein Raumschiff bauen. Ja, bau ein Raumschiff. Yay. Damit kann man das Spiel zum Beispiel gewinnen. Ich mag Raumschiffe. Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, auch die einfachste Art und Weise, das Spiel zu gewinnen. Das Raumschiff? Ja. In kleinen Karten ist vielleicht die Eroberung auch nicht... Braucht man dafür nicht alle Erforschungen? Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Das mache ich Erforschen alle. Tust du so oder so, also so gesehen. Mhm. Ich habe den Irokin, der ist nicht bösartig. Yay! Chiavata. Friede sei mit euch. Ich bin Chiavata, Oberhaupt der mächtigen Irokesen. Mhm. Auf Wiedersehen! Du hast. Wohin wollte ich eigentlich? Ich will nach unten, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Ja, da ist die Ruine nicht. Also jetzt Friede sei mit euch. Die kann auch schon Schreine und Kornspeicher bauen. Oh, ich frage mich nur, was ich jetzt bauen soll. Könnt auch einen bauen. Ja, weil sie ja Keramik gefunden hat. Ja, ja. Soll ich dir den Schrein bauen? Das weiß ich nicht, Schätzchen. Aber Kornspeicher ist auch gut. Ja. Ach, ich baue einen Schrein. Ich
habe nämlich sonst eigentlich niemals. Ich brauche unbedingt eine Religion. Ich habe sonst nie. Vielleicht hätte ich doch zuerst oben machen sollen. Und nicht das Bergbauzeug. Okay. Yep. Wird dir nicht anders erspart bleiben. Wo ist du? Hat niemand gefunden. Ich habe Gewürze, 3 Stück. Mhm. Wenn du Brüssel eroberst. Mhm. Ja. Und da ist auch noch Zucker. Oh. Da. Das ist Zucker. Oh, da. Oh mein Gott, gleich daneben, ja. Ich will meine Pyramiden machen. Wieso bringen ihre Pyramidenwissenschaft? Ja, weil das das Spezialgebäude von den Mayas ist. Vor allem noch 2. Vor allem. Und 2 Glauben. Weißt du, Papa, du bist das nicht das Letzte. Traurig. Ja, ich bin definitiv das Letzte. Ich finde das urwitzig. Sonst bin das immer ich. Ja, mein Startplatz ist auch nicht besonders gut. Also eigentlich wäre nicht so schlimm. Bei mir sind nur Berge. Warum schaffe ich es nicht einfach Kind 1 und Kind 3 zu sagen? Weil du ja, Leute, das halt ich nicht schaffst. Gewöhnt, deswegen werdet ihr auch wahrscheinlich sehr viele Beats. Oder was auch immer ihr hören werdet, werdet ihr hören. Auf ja. jeden Fall. Heute ist es ja, wollen wir. Ja. Ist nur. Yay! +3 Kultur in der Hauptstadt. Ab jetzt werde ich schneller Kulturen. Du bist schneller Kulturen? Ja. Echt jetzt? Schneller Kulturen? Ist das ein Wort, das nicht existiert? Ich habe mal groß und Deutsch. Ich mal einen Deutschkollegen von dir, ob er sich dieses Video anschaut. Ja, Deutschkollegen sind überbewertet. Boah, der hat schon wieder eine Ruine. Das ist echt das eine ist Frechheit. Erst mal die zweite. Ja und? Das ist nun endlich mal mehr als ich hatte. Nein, das ist nur 2-mal mehr als du. Nein, unendlich mal, weil ich hatte noch keine. 2 dividiert durch 0 ist unendlich. Wie wir alle wissen. 2 dividiert durch 0 geht gar nicht. Das ist rechentechnisch unmöglich. Oh ja, es ist möglich. Es gibt nur unendlich. Ist das mein Glas? Nein. Na dann schenk mir bitte Wasser ein. Also ich weiß nicht, ist mein Glas. Das ich weiß, Gas. Dass das da mein Glas ist. Ja, das ist das Problem, wenn alle Gläser einfach mal gleich ausschauen. Ja, warum markiert sie es ihr auch nicht? Der hat ja meine Ruine weggegeben. Ja. No! Und dann... Also ja. Nein, meine Ruine ist da unten. Da. Ja. Ja. Ich dachte, jetzt hätten wir meine Ruine weggenommen. Und sich dann dahin geflogen. Oder er hat sich einfach nur dahin geführt. Ja, aber er ist genau da gestanden, wo die Ruine gestanden wäre, wenn sie da oben gewesen wäre. Aber sie ist ja da oben gewesen, also passt ja schon. Außerdem ist seine Hauptstadt daneben, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du dort noch Ruinen in der Nähe findest. Ja. Also, was man sagen kann, in dieser Gegend gibt es viel... Dschungel? Berge. Dschungel. Und Berge. Und Berge, ja. Naja, das Amazonasbecken. Also, das Amazonasbecken hat natürlich keine Berge, aber Dschungel halt. Hey, schau, die Stadt hat sich genau über dich vergrößert. Ist das lustig? Jetzt mag Brüssel dich auch nicht mehr, einfach weil es sich in die Richtung ausgebreitet hat. Ja, selber schuld. Ich meine, was tun sie das auch? Gibt es hier auch irgendetwas, was sinnvoll ist? Hurra. Und das ist sogar grün und kein Eis. Schau! Ja, dass wir nicht im gleichen Kontinent, aber wir können uns berühren, weil Afrika irgendwie mit Europa und Asien zusammenhängt, weil Europa hängt irgendwie mit Asien zusammen und Afrika hängt. Wollt ihr nichts mit denen besprechen? Ja, was haben wir mit denen besprechen? Die können mich eh nicht ausstehen, jetzt schon nicht. Woher willst du das wissen? Wieso finde ich eigentlich nur Barbaren da? Ich habe noch kein einziges gefunden, das verwundert mich eh. Wo sind die alle hin? Wenn du nach oben gehst. Da mag deine Produktion und red weniger. Ah Mist, ich bin mit meinem Speer runter und mit meinem Krieger raufgegangen. Oh, jetzt muss ich mit meinem Speer dann die ganze Welt wieder raufgehen. Spiel der 3. Ja, ich weiß, da unten hört's auf, lass mich in Ruhe. Oh, du bist ein Johannes. Ich hab Segel gefunden. Schon 2 Sachen geschenkt gekriegt. Das gibt's ja wohl nicht. Ich find das so lustig. Als ob die Segeln bräuchte.
Die hat ein Land zum Säue füttern. Was habe ich, was produziere ich jetzt eigentlich, einen Schrein? Warum produziere ich einen Schrein? Ich habe nie Religion. Ja, was weiß ich. Egal, ich werde dann mich irgendwo hinpflanzen. Und wo will ich mich überhaupt hinpflanzen? Ich will ja nämlich eine neue Stadt bauen. Warum finde ich nie einen Ort zum Städtebauen? Ich bin so unfähig. Mach einfach nächste Runde. Ja, ja. Überleg dir das mit deiner Stadt irgendwann einmal. Ja, ja, ja. Nur weil du nicht ansatzweise so viel Glück hast wie ich, musst du jetzt nicht gleich rumkranteln. Ich krantel eh nicht rum. Nein. Ich hasse sie. Du krantelst nur sehr stark rum, oder? Dummes Kind. Oh, sei nicht so gemein. Babsi. Bin nicht gemein. Nein. Nein, du bist nur sehr gemein. Heute ist einer deiner netten Tage, nicht wahr? Ja. Woher weißt du das? Ich glaube, ich kenne dich schon seit, wie soll ich sagen, meiner Geburt? Ah, das ist ein schlechtes Bild von, ach Gott, da geht's auch nicht weiter. Du weißt, wo nur Amerika endet. Ja, ich weiß, aber ich habe gehofft, dass man da irgendwie durchgehen kann. Nach Asien? Nein, nicht nach Asien, aber zumindest nach Alaska. Oh, er hat auch den Hiawatha gefunden. Das war nicht die richtige Richtung, da kann er dich angreifen. Ist wurscht, jetzt ist eh schon zu spät. Tu dein schlimmstes, Sohn. Was ist eigentlich mit Spezialgebäude? Die Mauern sind dein Spezialgebäude. Steinmetzkunst brauchst du dafür. Die Mauer von Babylon. Yep. Was habe ich eigentlich meine Forschung? Du bist eh schon urweit mit deinen Forschungen, oder? Ich auch. Ich auch. Wieso hat die ich habe es Karabe, drei ich Forschungen? Hey, du den? Ja, ich bin auch noch nicht weiter. Ich bring dich Aha, alle hassen mich. Aus gutem Grund. Was ist das für ein guter... Hey, Tierzucht wollte ich erforschen. Ah, schau dir das an, was die schon erforscht hat. Ich habe genau eine Forschung bis jetzt. Ich auch. Ich nicht. Oha, seid nicht so gemein. Ich habe einmal Glück in diesem Spiel und gleich hassen mich alle. Das hassen dich nicht alle. Nein. Du hast nicht nur Glück, du hast sehr viel Glück. Sag mir so. Ich habe doch gesagt, das ist das Einzige, was ich kann. Was Glück haben? Ja, habt ihr mir vorhin nicht zugehört? Ihr müsst wissen, vor der Runde haben wir noch darüber geredet. Hey, Steinmetzkunst, das heißt, du wirst diese Runde auch fertig werden. Was? Vor der Runde haben wir ja noch geredet, was ich denn kann. Ich habe gesagt, dass ich Glück habe. Ich kann nichts anderes. So, unten oder oben versuchen durchzukommen. Versuchen wir mal unten. Unten geht nicht. Aber eigentlich habe ich das eh schon gesehen. Ja. Okay, dann weiß ich nicht mehr. Geht's da oben weiter? Was geht's ist? Da durch? Du hast meinen Namen gesagt. Nee, nicht. Okay. Ja? Weiter? Ich hab's. Wieso vergesse ich's dauernd? Aus gutem Grund. Ich vergesse auch deinen Namen immer. Ich mach Tierzucht. Mach ich auch gerade. Pfeif auf Keramik. Pfeif auf die Religion. Die kriege ich sowieso nicht mehr. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Ich auch. Du nicht? Du baust ja schon einen Schrein gerade. So, ja, genau. Ja, sonst bin ich immer zu spät. Sonst fange ich höchstens mit Schreinen an, wenn ich bei Psychologie oder sowas bin. Tja. Naja, was hast du erwartet? Du bist da mitten in der Wildnis. Bei den Barbaren. Ein Piep mehr! Oh Gott, wer macht diese ganzen Pieps? Du? Ich? Wie muss man das machen? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Vielleicht stellen wir es doch nicht ins Internet. Ein paar Katz mehr! Heißt das, wir müssen uns das ganze Zeug dann auch noch anhören? Nein. Ich dachte, wir können das einfach ins Internet stellen. Du kannst es dir gerne anhören, ich habe nämlich nicht voll. Okay, ich höre es mir an. Wer hat dann die Katze? Machen. Bei jedem unserer Namen. Hier ist eigentlich ein schönes Gebiet, aber Prag stört mich. Boah, jetzt wäre ich gern Österreich, dann könnte ich mich da einfach einheiraten, aber nein.
Wo kann man sich denn da ansehen? Da gibt's irgendwie nichts. Noch mehr Namen sind an dieser Stelle gefallen. Hm. Dass wir sterben müssen. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Kind 3. Ja, ich bin Kind 3. Ja, lass mich nachdenken. Was ist denn da? Wir sind übrigens bei 20 Minuten, falls es immer noch ist. Ja, machen wir 30 wie vorhin, oder? Achso, wir haben vorhin 30 gemacht? Naja, es waren 28 oder 29. 27, meine Güte. 27 und 50 Sekunden oder irgendwie so. Also 28. So schlimm kann es dir ja auch nicht gehen, Kind 3 im Übrigen. Die ist irgendwo im Nichts. Ich muss die ganze Zeit irgendwo rundherum. Naja, mei, es gibt Schlimmeres. Niemand nimmt, niemand nimmt dir das Zeug weg, was es dort gibt. Bei dir auch nicht. Ja, aber bei mir gibt's später, nichts. Später gibt's Terraformen. Hurra, nein, es stimmt nicht. Es gibt bei mir Barbaren. Hurra! Hey, eine Politik. Du Monumente hast schneller bauen, oder? Du kriegst dir keine, nicht so. Zwei Barbaren auf dem auf dem Haufen. Was willst du? Du kriegst ja nicht zwei Barbaren auf einem Haufen. Ja. Und? Los, mach weiter. Ha, römischer Krieger. Du nimmst ihm jetzt das Ding weg. Oh, ja. Jetzt kann ich auch meine Karte. Bleib bei dir, Papa. Mit der Technologie. Wir sind das absolut Letzte. Dafür stirbt jetzt, glaube ich, sein Dings. Nein, lass ihn dort stehen. Du kommst dort eh nicht weg. Heilin. Das ist die einzige Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie überlebst. Obwohl ich glaube nicht, dass du das schaffst trotzdem. Ich würde mal sagen, er ist tot. Dass wie mehr es sind. Was? Ich bin gerade so glücklich. Was? Also so. Wunderschön dabei. Was? Wo bist du? Edi. Wieso hast du einen Zweier? Ich weiß es nicht, aber es ist so toll. Hebe, Kind 2 ist der Urstrebe. Zum ersten Mal habe ich etwas Besseres als eine 4 auf die Schulung. Oh, so fühlt sich mein Speer auf. Halt nur schlimmer. Ich habe eh Steine gefunden. Schau, wir haben noch Zeit. Nein, da gibt's keine, kein gell? Einser BWP? Hallo? Das ist unmöglich. Schau, Papa. Zwei okay. Ich war das Stonehenge. No, toll. Schön für dich. 20 Runden lang. Welche Einheit? Was Berge. Denkt sich? Quer kind durch Brüssel. Nein. Was? Das sind überall Berge, ich kann nicht anders. Ja, ich weiß eh. Der hat sich nicht anders verdient. Was baut er seine Stadt dorthin? Das mag ich auch nicht. Und dann wird er auch noch. Ich mag niemand. Hurra! Was machen wir? Wir bauen Dings. Okay. Deiner ist nicht umzingelt wie meiner. Nein, ist er nicht. Okay, da geht's auch nicht weiter. Ich habe wirklich keine einzige Ruine gefunden bei mir. In ganz Nordamerika gibt's keine Ruinen. Das ist ja wohl unglaublich. Du könntest zu mir runterkommen. Vielleicht findest du da eine Ruine. Ich glaube, ich werde anfangen, einfach Wunder zu bauen, eins nach dem anderen. Du bist schneller fertig als ich. Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich baue zuerst trotzdem einen Siedler. Ich weiß. Ich war einmal in Ägypten. Ich habe nur Wunder gebaut. Das war lustig, ich habe mit... Ich baue einfach nur Wunder. Stimmt. Nein, ich werde dann... Nein, ich baue zuerst einen Siedler. Zuerst muss man einen Siedler bauen. Du könntest dir einen Siedler kaufen, wenn du das Geld hast. Mit Kind 2 habe ich ja, mit welchem Geld? Mit deinen 60 Gold. Ja, der Siedler kostet, keine Ahnung, 400 oder so. Bis ich auf die 400 Gold bin, habe ich ihn auch schon gebaut und das Weltwunder baut. So, ich fürchte, dein Speer ist getötet worden. Kind 1. Wieso sagt mir eigentlich immer nur meinen Namen? Weil du so prägnant bist. Ich habe vorhin meinen eigenen gesagt, ist das besser?
Ja. Wir müssen wieder bei 28. Ich habe mal mit Kind 2. Bei 28, Kind 2, du bist dran. Mach ja, was. Ja, ja. Hör nicht Musik nebenbei, sondern nimm teil am sozialen Leben deiner Familie. Am sozialen Leben meiner Familie. Was meinst du mit soziales Leben meiner Familie? Du meinst, wir spielen Computer, das kann nicht sozial sein. Nein, jetzt schießt sie auch noch auf die armen Barbaren. Ja, ich bin ein grausamer Herrscher über Afrika. Ja, das stimmt. Meine Speer kämpfen ums Überleben und deine ganz Feld stehen da hinten. Das nennt man taktisches Vorgehen. Meine haben auch sind taktisch vorgegangen. Nein, ich wäre da weitergegangen einfach. Ja, kind. Sie hatten die Taktik zu heilen. Die Taktik, sich hinzustellen und zu hoffen, dass sie nicht weiter angreifen. Ja. Meine okay. Taktik. Eine Runde noch und dann machen wir Schluss für heute. Dann haben wir so ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Wer jetzt aufs Video schaut, sieht, es ist ungefähr eine halbe Stunde. Jeder, der runden kann, weiß, es ist ungefähr eine halbe Stunde. Danke, Kind 1. Da macht dein Schlimmstes. Ich habe mal mit Kind 2 gespielt, ich war Ägypten und habe alle Wunder weggebaut. Da hat sich Kind 1 sicher gefreut. Das war Kind 2. Kind 2. Ja. Schau so nur auf Runden. Wieso hat niemand noch Bratislava entdeckt? Mal? Ja, ist das schlimm, dass du Bratislava entdeckt hast? Nein, du hast nämlich immer mit dem Vorschwimmen, Alter. Du hast es als erstes entdeckt? Ja, ich habe 30 Gold bekommen. Okay, das ist interessant. Rom, was machst du bitte? Naja, ich würde sagen, Rom hat in Indien gestartet. Hm, ich könnte ihn vor dir wegbauen. Aber ich will mich an den... Bautrupps? Bei dem Barbaren. Speer? Speer, dann gehe ich sicher nicht nach oben. Also, ja. Steinmetzkunst? Okay, ich mache die steinige Metzkunst. Damit du doch mir ein Wunder wegbauen kannst? Nein, damit ich Steine metzeln kann. Damit kann ich dann Steine metzeln. Steine metzeln sogar? Ja. Nicht schlecht. Ich kann Steine dann metzeln. Oh, ich wollte keine Zweifel. Egal. Nur nicht so nahe rangehen, gell? Ja. Feige. Ich will das da. Aber ich will das da. Aber dafür bräuchte ich das da. Das ist eh gut. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich hätte gern das da, aber ich bin dafür berühmt. Ja, dann nimm Republik. Dann bist du eine Republik. Republiken sind toll. Wir leben in einer Republik. Also können. Nein. Doch, wir sind Österreich ist eine Republik. Ja. Hey, cool, ich hab schon alles. Oh, ich hätte das andere nehmen sollen. Ja, Republik. Eine demokratische Republik, ja. Ja, ja. Aber er hat das demokratisch. Soll ich den nehmen? Ja, schon, aber Republik ist Republik. Das passt schon. Republik ist der. Der Begriff für das Demokratie. Du kommst da nicht, du musst wir dort durch. Sind. Ich würde da einfach hingehen, der greift dich eh nicht an. Oh, wir sind ja auch noch in der Du bist im Dings, du bist im Kriegsherrenmodus. Da ist er eh freundlich. Ja. Außerdem, du hast einen super du hast einen super Bonus dort. Das soll ich nehmen. Den Siedler habe ich doch das. Na, dann bau den Siedler. Oder bau das andere. So, wo baue ich mich überhaupt? Naja, du solltest dich mehr dorthin bauen, wo du nach Plantagen bauen kannst. Oh. Das sind überall Stadtstaaten, bei denen du kannst nirgends gescheit ja, hinbauen. Ja, überall Berge. Berge sind eh toll. Ich liebe Berge. Da kann man... Nur von Schau dir mal meinen Platz Seiten an. Schau dir meinen Platz an. Angegriffen werden. Ich liebe es, wenn die Stadt ganz umhüllt ist. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle. Hör auf! Sag Entschuldigung. Du wolltest reden. Ja, Herrschaften, an dieser Stelle hören wir wieder auf von unserer zweiten Folge
Projekt offline. Nicht off-topic. Mit wahrscheinlich sehr vielen Cuts. Cuts? Ja, kurzen. Ach so, ja, ja, wahrscheinlich hört man uns nicht einmal so, wie wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich stellen wir das dann gar nicht ins Internet, weil wir so unfähig sind. Okay, gut. Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann. Oder? Sagt tschüss, Kinder. Tschüss. Hat man das gehört? Wahrscheinlich nicht. Gut.